Mann, ey. Da ist ein Golbit. Ruf da. Ach ja, fast wirkungslos. Ist ja ein Geist. Das vergisst man gerne bei Golbit. Das sieht nämlich nicht aus wie ein Geisttyp. So von der Statur und allem. Das sieht eher aus wie, keine Ahnung. Vielleicht sogar ein Stahltyp? Aber es ist ja... Oh Gott, nein. Warum? Warum zum Teufel hat dieses Mistvieh hier rumsitzen? Das ist ja widerlich. Oh, Kramokles. Das ist was Neues. Kramokles kennt ja jeder. Irgendwie. Ein kleines Mistvieh, was Leute aufschlitzen kann. Danke, Manga. Eine Windfalle. Wenn ein Pokémon auf diese Falle tritt, wird es weggeweht. Sollte es beispielsweise auf einer Wasserfläche oder einer Klippe landen, wird es an eine andere Stelle auf der Ebene teleportiert. Holy fuck, Ronnie, zum Glück. Das wäre nicht so gut. Da ist ein Kramokles. Wieder. Und du bist besiegt. Zu absolut 100% bist du besiegt. Da kommen jetzt eine große Attackensalve rein. Euer Odem und Ziehstrahl. Oh, du hast überlebt. Evermind. Ach, sie ist okay, jetzt ein bisschen Weg. Hm, wir gehen weiter nach oben wieder und dann einmal nach links, nach rechts meine ich. Schön, wie die Pokémon die Falle umgehen. Ein Rollum. Ein Toxipet, nicht Rollum. Oh, noch ist die Weiterentwicklung. Oh, dieser Laser. Dieser Laser. Major Laser. Ein Major Laser. Und ein Kreisschrei. Und ein Kill. Hier oben. Hier oben. Na gut. U9. Ich sehe ein Sepal. Ja, das war sehr effektiv. Stimmt, und nicht Attacken sind jetzt auf Stahl neutral. Finde ich immer noch eine extrem bescheuerte Sache. Aber das haben sie wahrscheinlich gemacht wegen, naja, Kramokles und Duokles und das andere Vieh. Ihr wisst schon. Mister, ich bin ein Geist-Stahl-Typ und bin gegen fast alles immun. Ey. Auch nicht dick zu stehen. Okay. Du bist am Arsch. Da ist Nummer 1. Feuerodem. Ziehstrahl. Keine Aquaknarre? Ah, ist die Aquaknarre. Warum denn Finte? Wir können froh sein, dass das nicht vergiftet. Mit einem Stachel oder so. Wirklich 66 Poke. Das ist nicht gerade nett. Du schon wieder. Diggerchen, was machst du hier? Ich nehme die aber gerne mit, die geben gute Erfahrungspunkte. Dafür, dass sie nichts unbedingt können. Unser sehr effektiver Angreifer ist natürlich nicht gerade vorne. Aber ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Feuerodem. Sternbombe. Finte. Berühren. Au, Metallsound. Na komm, hau drauf. Gut, das Zahn ist schon mal besiegt. Oh, was? Zornklinge? Ew. Kebs, komm zurück. Zornklinge will's nicht abbekommen.
Au! What the fuck? Paralysiert. Nein. Besiegt. Oh, zum Glück. Level 15. Noch ein Level, oder? Dann müsste es ja soweit sein, dass wir uns entwickeln könnten eigentlich. Okay, hier ist nix. Ah, hier unten ist es. Ja gut. U10 schon. Allen Immunität. Ah, da ist schon die nächste Etage. Aber ich nehme ja erstmal kurz die ganzen... die Palle und futter die mir mal rein. Gib mir ein bisschen Initiative und das heißt bessere Trefferchancen bei den Attacken. Und was ist das da oben? Ach, ein Weberack. Die sehen uns irgendwie nicht. Finde ich gut. Oh, never mind. Noch irgendein Dingen? Alle Immunität. Okay. Oh, das ging schnell. Ich könnte ruhig draufhauen. Das ist ganz cool eigentlich. Und wir gehen weiter. Auf U11. Oh Mann, oh Mann. Wir gehen hier oben lang. Und dann direkt mal hier abbiegen. Oh, da ist ein Smoggern. Hallo, Smoggern. Das war nicht nett. Ah, es hat trotzdem getroffen. Trotz niedriger Trefferquote. Da ist ein Gramokles. Psiao kommt dran mit dem Laser. Psiao. Vielleicht. Nein. Doch. Da ist der Laser. Gut, da ist also nichts unten. Ich wollte nur sicher gehen. Giftschachtel, gemein. Kreideschrei, noch gemeiner. Und ein Igler, um deine Verteidigung zu erhöhen. Feuer Odem. Hey, geh fort. Plus, plus, gibt mehr Verteidigung. Hm, jetzt haben wir da, da. Meine Güte. Gibt's ja gar keine Räume. Ja, keine Räume mehr. Auf den Wegen. Das gefällt mir nicht. Nö, sei nicht vergiftet. Gift ist doof. Gut, das ist besiegt. Mal hier oben lang. Hoffentlich finden wir den Ausgang schnell. Aber erstmal ein Sepal. Stärke plus. Spezialangriff ist gut. Das gibt einmal ein Feuerodem. Ich mag den Dungeon irgendwie nicht, da bin ich auf eigentlich nichts effektiv, bis auf die Golbit. Das gefällt mir nicht. Okay. Da ist nichts wichtig. Nee, nichts Wichtiges auf dem Weg gerade. Da ist die Tür. Ich meine, Ausgang zu U12 und das scheint es gewesen sein. Zu sein. Wir sind ganz schön weit gekommen. Nanu? Ich höre Stimmen. Und zwar von dort drüben. Gehen wir. Oh, das ist aber ziemlich unangenehm, der Raum. So leicht neblig und so lila. Psiao! Von wo hast du sie gehört? Ist das nicht Kips? Kips, bist du das? Diese Stimme. Das ist doch Pampam. Miss Cora ist auch hier? Bitte. Holt uns hier raus! Das ist Schnuthelm. Schnuthelm, Pampam! Könnt ihr uns hören? Wo seid ihr beiden? Das wissen wir auch selbst gerne. Hier ist auf jeden Fall stockfinster. Pampam, Schnuthelm, haltet durch! Wir retten euch auf jeden Fall! Ach ja? Seid euch da mal nicht so sicher? Diese Stimme. Wer war das? Wer ist das? Ich bin es. Der Bote des Bösen. Was? Der Bote des Bösen?
Okay. Ihr habt einen verbotenen Ort betreten. Und glaubt mir, hier ist noch nie jemand lebend herausgekommen. Was? Oh Mann. Kips, bloß nicht ohnmächtig werden. Bleib stark. Aber unter einer Bedingung bin ich gewillt, euch gehen zu lassen. Bedingung? Oh, das ist gemein. Pam, pam, Schnutthelm. Leute. Helft uns. Holt uns hier raus. Sie sind meine Bedingungen. Überlasst mir ihre Seelen. Das ist gemein. Dann lasse ich euch die euren. Wow. Wow. Was? Ihre Seelen für die euren. Ein gerechter Handel. Die Seelen von Pampam und Schnutthelm? Wie lautet eure Entscheidung? Ein faires Angebot. Findet ihr nicht auch? Vergiss es! Kips? Wie bitte? Was hast du gesagt? Ich sagte, vergiss es! Ich habe ja solche Angst. Als ob wir auf sowas eingehen würden. So schrecklich große Angst. Pampam und Schnutthelm sind unsere Freunde. Ich werde gleich ohnmächtig vor Angst. Kips. Oh Mann. Du wagst es. Deine frechen Worte. Du sollst sie schon bald bereuen. Oh, wegteleportiert. What the fuck? Oh. Wir sind umzingelt. Leute, es tut mir ja so leid. Es ist alles meine Schuld. Unsinn. Wir sehen das alle genauso wie du. Kips hat uns aus der Seele gesprochen. Verdammtisch aus der Seele. Hättest du es nicht gesagt, hätte es einer von uns getan. Ich werde meinen ganzen Mut zusammennehmen und auch kämpfen. Sagt dem wohl. Eure Seelen gehören mir. Ich bin Giratina. Oh Gott, dammit. Ich hab's gewusst und ich wusste nicht, ob es eine Verarschung ist. Ugh. Der Verzehrer unschuldiger Seelen. Das ist kein Stück nett und so früh. Der Bote des Bösen. Das ist uncool. Das ist uncool. Boah, der Ding ist aber auch riesig, ey. Auf der Karte als mega fetter Punkt angezeigt. Okay, habe ich irgendwas, um das Ding eventuell außer Gefecht zu setzen? Erstarrorb. Versteinert alle Gegner im Raum. Das wäre super. Aber ich glaube, Orbs funktionieren leider nicht in Räumen wie diesen. Also Bossräumen. Lass mal ausprobieren, theoretisch. Schlaforb. Appellorb. Ich versuch's mal. Verwenden. Oh, es funktioniert. Das ist cool. Dann fokussieren wir erstmal unsere Angriffe. Okay, das Ding ist nicht mehr. Oh, das Ding hat eine große Reichweite oder eine große Angriffsfläche. Das ist cool. Bodyguard. Okay, die sind nur für eine Runde erstarrt. Das ist scheiße. Dann habe ich eine andere Idee. Dann nehme ich einfach mal die anderen Orbs, und zwar den Schlaforb. Der sollte funktionieren. Oh, wobei, ich bin doof. Bodyguard. Ich bin so doof. Das Ding hat Bodyguard an. Nein. Kann ich denn aus der Entfernung jetzt... Au. Kips, tank das Ding. Tank es. Kann ich das jetzt von hier aus treffen mit... ich aktiviere schon mal Feuer, oder? Schlammbombe und Pinte. Kann ich es denn von hier aus aktivieren, theoretisch? Ich meine, ich kann nicht mehr eine Attacke drücken. Das ist doof. Aber schön, wie die alle auf Giratina einschlagen. Wie die Verrückten. Oh. Ja, schön. Das ist nicht so toll. Oh, ein Pokémon ist schon brand, nimmt nach und nach Schaden. Obendrein sinkt sein Angriff ein wenig. Ist eine Frage, ja, Bäre. Begib dich auf eine Wasserfläche oder betritt die nächste Ebene, um diesen Zustand loszuwerden.
Ja, super. Ich kann leider nicht angreifen, das ist scheiße. Aber ich tank mal hier den Schaden von Dingen da oben weg. Schutzschild. Du scheiß Megavieh, ey. Ja, du bist ja nicht mein Mega-Pokémon. Feuer-Odem. Wir müssen fokussieren auf die anderen Pokémon, erstmal auf die Lichte. Nicht auf das Giratina, das Ding hat... Wow, das ist gemein. Das ist eine böse Strategie, die die haben, ne? Die Lichtel erhöhen ihre Verteidigung mit Säurepanzer. Und Giratina macht Psycho-Plus. Das ist gemein. Oh. Ja, wer meint, da ist das Ding besiegt. What the fuck? Ich habe es nicht mehr angegriffen. What the fuck? Wow. Ah, natürlich die Lichtlauen wieder ab. Wir haben es geschafft. Haben wir wirklich? Ich wusste, da kommt irgendwas Diablo-mäßiges, sondern es ist Giratina. Ha, lustig. Haben wir wirklich Giratina besiegt? Ja, das haben wir. Ja. Wir haben gewonnen. Bitte. Lass Pampam und Schnuthellen frei. Das kann ich nicht. Niemand will diesen Ort verlassen. Das sagst du schon die ganze Zeit. Aber du widersprichst dich ja nicht selbst. Was? Aber widersprichst du dir nicht selbst? Vor dem Kampf botest du an, uns im Tausch gegen die Seelen der anderen gehen zu lassen. Wären wir darauf eingegangen, dann hätten wir diesen Ort doch auch verlassen dürfen, oder etwa nicht? Jetzt bin ich selbst etwas verwirrt. Aber ich bin der Bote des Bösen. Also verabschiedet euch von dem Gedanken, jemals wieder hier wegzukommen. Wenn ich aufstehe. Ich bin so fett. Weißt du überhaupt noch, was du da sagst? Sei still. Oh, es ist aufgestanden. Ohne zwei, dann kann ich auch mal angreifen, wäre nett. Ich sagte, ihr kommt hier nicht weg. Also kommt ihr auch nicht weg. Kapiert ihr das endlich? Das reicht jetzt, Monozyto. Wird? Das Ding verarscht uns, what the fuck? Der Lichtel. Das hat keinen Sinn mehr, Monozyto. Hä? Diese Kinder haben keine Angst mehr, egal was wir auch tun. Da dann. Ja, es ist in Ordnung, wir sind hier fertig. Danke, dass du solche Mühe gegeben hast. Ja. Seit fucking wann kann Monozyto Wandler? Das ist scheiße unfair. Oh Mann. Und ich durfte nicht mal einen Angriff landen. Hey. Boah. Ich habe mir wirklich viel Mühe gegeben. Solche Mühe. Was hat das zu bedeuten? Ohne dich hätten wir diese Charade nicht so lange aufrechterhalten können, Monozyto. Wir sind dir wirklich sehr dankbar. Also weine jetzt bitte nicht mehr. Ja. Das ist gemein. Erklärt ihr uns bitte, was hier vor sich geht? Das Giratina, gegen das ihr gekämpft habt, das war in Wirklichkeit gar kein Giratina. Es war nur ein Trugbild, das Monozyto erzeugt hat. Was? Nun, wir wollten nur... Es tut uns ja so leid. Das mit Giratina und dem Boten des Bösen und dass ihr nie mehr wegkommt. Das war alles nur gelogen. Es tut uns wirklich leid. Was? Gelogen? Ich fürchte, ich verstehe nicht ganz. Okay, lass mich erklären. Wir Lichtel sind auf Reisen, um die Pokémon dieser Welt zu erschrecken. Das ist gemein. Und, wenn wir andere vor Schrecken, vor Angst erschlottern sehen, ist das wie für eine Mahlzeit für uns. In anderen Worten, ihre Angst ist unsere Lebensenergie. Das ist mies. Ihr zieht Energie aus der Furcht anderer Pokémon? Genau. Nichts spendet uns mehr Kraft, als andere zittern zu sehen. So gemein. Einmal kurz euren Freund des Kura erschreckt und schon lodert meine Flamme, seht ihr? Fusch. Ja. Also machen wir uns immer irgendwo breit, um allen richtig schön Angst einzujagen. Aber letzten Endes flogen wir doch nichts, aber letzten Endes flogen wir doch stets auf und handelten uns Zorn alle ein. Wow. Aber
Was aber auch verständlich ist, oder? Wurden wir verjagt, so suchten wir uns einen neuen Ort, an dem wir herumspuken konnten. So ging es immer und immer weiter und weiter. Und wir zogen von Ort zu Ort. Doch unser Spuk nutzte sich langsam ab. Uns gingen allmählich die Ideen aus. Und jetzt können wir überhaupt nicht mit jemandem mehr richtig Angst einjagen. Ah. Doch dann sind wir Monats Tüte begegnet. Es war ein echter Glücksfall für uns. Monats Tüte hörte unsere Geschichte an und hatte Mitleid. Wow. So beschloss er schließlich, uns zu helfen. Mit seinen Psychokräften kann er Trugbilder und gefährlicher Pokémon erzeugen. Es erinnert mich einfach so hart an das Groudon. War das aus Teil 2 das Groudon? Ich glaube schon. Das müsste aus Teil 2 gewesen sein, das war cool. Und so konnten wir allen wieder richtig viel Angst einjagen. Und ich sage euch, Angst hatten sie alle. Und wie? Wir starteten einen Triumphzug des Schreckens. Wir rissen Schneisen der Angst in ihre Herzen. Links wie rechts liefen sie scharenweise davon. Da freuen die sich, na super. Wir haben es ja kapiert, das ist kein Grund, sich so sehr über das Leid anderer zu freuen. Wir haben das ganze Dorf aufgebracht. Sogar der Wachtmeister untersucht den Fall. Ich finde auch, dass ihr das ganz schön übertrieben habt. Sobald die anderen von dieser Sache erfahren, werdet ihr wohl gehen müssen. Nun, also wenn das... Was das angeht... Wir sind wirklich untröstlich, euch nach dem ganzen Ärger mit so einer Bitte zu kommen. Aber bitte, es tut uns wirklich leid. Meint ihr vielleicht, ihr könntet wohl den anderen gegenüber verschweigen, dass wir hinter dem ganzen Spuk stecken? Was? Wenn wir auch aus diesem Dorf gejagt werden, müssen wir wieder eine neue Heimat suchen. Wir schwören euch bei unserem Lichte, dass wir euch nie wieder Ärger machen. Bitte, wir flehen euch an. Seid ihr wohl so gut und behaltet diesen Zwischenfall für euch? Bitte, bitte, bitte. Klar doch. Was? Augenblick, Kips. Wisst ihr ja auch ganz sicher? Wir verzeihen ihn einfach so? Na klar. Ich verzeihe ihn jedenfalls. Ich glaube nicht, dass sie wirklich böse sind. Und sie scheinen es auch echt zu bereuen. Außerdem müssen die Lichtel andere Pokémon erschrecken. Oder sie haben keine Energie. Dass sie diesmal zu weit gegangen sind, ist klar. Aber was ich sagen will... So ein bisschen Spuk kann auch nicht schaden, oder? Das Maß muss aber stimmen. Mhm. Doch ihr müsst allen auch was Gutes tun, anstatt sie nur zu erschrecken, in Ordnung? Ihr müsst es also so anstellen, dass niemand etwas mitbekommt. Moment mal, warum entscheidest du hier eigentlich alles auf einmal? Wie denkt ihr aber alle darüber? Ich gebe es gerne offen zu. Ich habe keine Ahnung, wovon Kipsager spricht. Ich meine, wie erschreckt man jemanden nur ein bisschen? Aber wenn sie als Ausgleich auch Gutes tun, dann ist es vielleicht auch in Ordnung. Wenn Kips also eine gute Idee hält, wenn Kips es also für eine gute Idee hält, dann habe ich nichts dagegen. Ciao. Ich kann mich irgendwie auch ganz gut mit der Idee von Kips anfreunden. Schon seltsam. Aber ich glaube wirklich, das Ganze könnte sich echt gut entwickeln. Fiskora. Wie denkst du darüber, Gebirges? Denkst du auch, dass wir den Lichtel vergeben sollten, so wie es Kips vorgeschlägt? Jo. Wie wir wissen ja jetzt, dass die Lichtel keine bösen Pokémon sind. Und wenn sie den Zwischenfall bereuen, verdienen sie wohl eine zweite Chance. Eine zweite Chance ist gut. Das war irgendwie schon der dritte Übergriff oder was? Und dann an Kindern? Das ist nicht so toll. Gebirges. In der Tat. Also wenn Kips sagt, es ist okay... Dann wird es schon okay sein. Kips weiß schon, wovon sie redet. Immerhin hatte sie die größte Angst vor ihnen. Sie ist okay jetzt. Aber danke. Aber letzte Bemerkung hätte sie auch sparen können. Dann ist es also beschlossene Sache. Wir werden niemanden von euch erzählen. Wirklich? Vielen Dank. Vielen lieben Dank. Aber nicht vergessen, ihr müsst auch Gutes tun. Und zwar regelmäßig und unbemerkt. Aber natürlich doch. Wir werden ganz viel Gutes tun und keiner wird uns jemals sehen. Und keine übertriebenen Streiche mehr wie dieses Mal, verstanden? Herr Parenta war zwar nicht in echter Gefahr, ihn zu entführen müsse, aber trotzdem nicht nett. Apropos entführen. Ach ja, stimmt. Was ist eigentlich mit Papa und Schnuthelm? Ach ja, da war ja noch was. Monozyto, wärst du wohl so gut? Gerne.
Ja, die beiden. Hallo Leute! Jetzt hat sie solche Angst. Schön, dass es euch beiden gut geht. Also dann, Zeit nach Hause zu gehen. Okay, Zeit nach Hause. Und so endete die gefährliche Mutprobe der Kinder. Alle kehrten sicher und zufrieden nach Hause zurück. Doch ahnten ihre Eltern nichts von ihrem waghalsigen Abenteuer. Nur Karipas und Blanatz hatten bemerkt, dass Gebirges und Kips weg waren. Fuck. Das ist doof. Ihr spinnt wohl. Was hattet ihr mitten in der Nacht draußen zu suchen? Wie könnt ihr uns nur so hintergehen und euch heimlich davonschleichen? Aber, die Kinder jetzt so streng auszuschimpfen, bringt da auch nichts. Was redest du da bloß? Man kann Kindern ja wohl nicht alles durchgehen lassen. Tanzen Kinder aus Reihe, bringt man sie mit der Strenge wieder auf den rechten Weg. Und diesmal werde ich etwas besonders streng sein, damit es sich nicht wiederholt. Opa, es tut mir wirklich leid. Da ist auch ein... Ist ja auch die Anspannung, die erst von mir abfällt. Aber ich werde auf einmal so müde. Also ich gehe jetzt ins Bett. Gute Nacht. Was? so viel zu ins Bett gehen. Nicht so schnell, Kips. Wir waren lange nicht mit dir fertig. Also hoch mit dir. Nein, ja. Was? Du bist jetzt einfach so, als würdest du schlafen. Na schön. Dann bekommst du fürs erste eben eine Standpauke, Gebirges. Was? Mach dir auf was gefasst. Hilfe. Also eines sage ich dir. Glaub ja nicht, dass ihr zwei Rabauken mit allem davonkommt. Wenn ihr auch nur einen Funken gesunder Pokémon-Verstand hättet, dann... Zeta. Zeta-Mecker-Schnauzbrüll. Mecker-Moor-Brüll, Zeta-Schnauz. Und so musste Gebirges sich anstelle von Kips eine Standpauke von Karipas anhören, die es in sich hatte. Und zwar bis in die frühen Morgenstunden. Ende. Oder? Jo, das wär's dann an der Stelle. Cool. Das habe ich jetzt an einem Stück aufgenommen. Das war ziemlich geil. Das war ziemlich cool. Puh. Ich hatte schon ein bisschen Muffensausen, ey. Muss ich wirklich sagen. Das hat ordentlich geschlaucht. Also das war... Ja, das war ein bisschen erschreckend. Erschreckend gut. Vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Ein bisschen zu viel des Guten. Aber nun gut. Ich bin raus fürs Erste. Und ich werde mal schneiden und die ganzen Folgen fertig machen dann für morgen. Uiuiuiui. Hui, das war's. Das war ordentlich. Das war ordentlich geil. Muss ich ja wirklich sagen. Aber nun gut, man hört sich dann wohl im nächsten Part, wenn wir dann schauen, wie es weitergeht. Ich hätte echt nicht gedacht, dass sie da so Giratina reinbringen. Auch wenn es ein Fake war. Das war ordentlich heftig. Aber hey, wir haben unsere Angst überwunden und haben Pam Pam und Schnutem gerettet. Und keiner der Erwachsenen weiß von den Lichtel. Hehehehe. Ui. Boah. Einfach nur boah. Aber nun gut, ich bin raus. Ich wünsche euch noch was und man hört sie dann im nächsten Part. Auf Wiedersehen und bis dahin. Ciao, ciao.